Einen wunderschönen guten Abend an euch da draußen. Ja, ich drehe ein Video wieder mal abends halb in der Nacht. Heute möchte ich euch eine kurze Review zu meinem Auslauf geben. Also nicht zu diesem Inhalt, sondern hier zu diesem Gestell. Also das ist halt die Absperrung davon. Ich sitze gerade auf der anderen Seite, so damit ihr halt auch mal das Gestell seht, weil sonst seht ihr bloß die Inneneinrichtung. Meine Bande hat gerade wieder mal Auslauf, daher ist der natürlich auch aufgebaut. Und ich möchte euch halt mal so ein paar Eckpunkte dazu geben. Und ich hoffe, euch gefällt das. Und vielleicht findet ihr auch dadurch für euch einen Auslauf, weil der ist nicht nur für Chinchillas geeignet, sondern halt auch kann man gut für Hamster nehmen oder auch in der Rattenhaltung habe ich den schon gesehen. Aber eins vorweg, für Chinchillas lieber nicht als Dauerauslauf. Weil sie würden es schaffen, drüber zu kommen, wenn sie es wirklich wollen. Erst recht aber so, wie ich einen Tisch da drinnen stehen hat, kommen sie drüber. Aber ich habe es nicht als Dauerauslauf und daher reicht er mir vollkommen. So, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, wie groß ist der Auslauf? Also, er ist 90 cm hoch und 50 cm breit, ist ein Element. Davon habt ihr 8 Elemente, also habt ihr eine Länge von 4 Metern. Die könnt ihr variabel aufstellen. Dann, wie baut man ihn zusammen oder wie verbindet man die Elemente? Also hier sind solche Nöppel dabei, so wie auch bei den Zomex-Regalen. Und ich habe hier auch noch Kabelbinder drumherum gemacht. Das liegt einfach daran, damit das dann besser zusammenhält. Weil dann habe ich halt wie so eine Art Ziehharmonika. Diese Nöppel, die bleiben bei mir auch alle drauf, weil ich habe das so genöppelt, sag ich mal, damit ich halt nur noch an gewisse Stellen, wo sowieso Eckpunkte sind, falten kann und dann einfach in die Ecke stellen kann, wo es hin soll, zur Aufbewahrung. Man kann den Auslauf variieren beim Aufbau, aber bei den Nöppeln ist leider bloß entweder gerade Strecke oder 90 Grad Winkel drin. Es reicht aber auch, wenn ihr jedes zweite Element, also einmal Nöppel, dann Element, Luft, also da wo die Luft ist, halt mit einem Bindfaden oder Kabelbinder verbinden, dann ein Element, der wieder Nöppel macht. Das reicht voll und ganz aus. Das habe ich bei mir nämlich auch an manchen, also an zwei Stellen. Nee, an einer Stelle habe ich das so. Und das ist auch gar kein Problem für die Tiere. So, nächste Frage. Für welche Tiere kann ich das Gehege nutzen über den Auslauf? Man kann es für Hamster, Mäuse nutzen. Dort kann man es natürlich auch auf die Seite legen, so damit man 90 cm Länge und 50 cm Höhe hat. Man kann es halt auch für Degus nutzen, man kann es für Chinchillas nutzen. Es ist auch in der Rattenhaltung bekannt mittlerweile ein wenig. Ich würde es aber nicht für Kaninchen nutzen, weil Kaninchen zerstören es sofort. Und Meerschweinchen kann man es auch nehmen. Also meine knabbern auch schon mal dran rum an den Auslauf, aber kaputt bekommen haben sie ihn nicht. Chi-Chi zieht auch gerne mal eine untere Nöppel, weil sie denkt, damit es dann rauskommt aus dem Auslauf, aber es hat noch nicht geklappt. Also sie könnten zwar drüber springen, aber ja, sie tun es nicht. Ich habe es auch nicht als Dauerauslauf. Und so schließt sich auch schon die nächste Frage an. Kann man das Gehege als Dauerauslauf nehmen? Für Hamster, Mäuse, ja, wenn man es hochkant hinstellt, so wie ich es habe. Für andere Nagetiere wie Chinchillas und Co. nein. Das Problem liegt einfach daran, dass sie halt drüber springen könnten, wenn sie genug Langeweile haben. Oder wenn man so wie ich ein Tischchen mitstehen hat. Oder als Mensch drinne sitze. Baby Hope ist mittlerweile so clever, die kann mir auf die Schulter springen und rausspringen. Wenn ich ja nicht schnell genug hantiere, ist sie weg. Also im Zimmer weg. Ich habe auch immer die Zimmertür geschlossen, A, weil sie mit zum Auslauf gehört und B, dass wenn jemand abhaut, er nicht komplett abhaut. Welche Nachteile hat der Auslauf? Also Nachteile sind eigentlich wirklich, damit er aus Plastik besteht, was ja nicht unbedingt umweltschonend ist, aber es ist ja nur eine Einmalanschaffung. Und der Nachteil ist, man kann es halt nicht für alle Tiere als Dauerauslauf nehmen. Mal so ein paar Minuten kurz weggucken geht natürlich, aber halt jetzt nicht als Dauerauslauf. So, was ist positiv an dem Auslauf? Er ist sehr variabel. Ich werde mir auch irgendwann nochmal einen zweiten holen. Ich finde ihn einfach schön, weil er wirklich sehr variabel ist. Ich kann ihn jeden Tag anders aufbauen, wenn ich Lust drauf hätte. Und eigentlich sollte er immer nur als Treppenabsperrung dienen.
Mittlerweile dient der als kompletten Auslauf, als kompletter Auslauf. Und ja, ist eigentlich ganz schön. Für die Tiere ist es schön, damit sie weniger Stress haben, weil ich sie nicht mehr einfangen muss. Für mich ist es schön, ich habe weniger sauber zu machen. Also ich habe jetzt nicht mehr im ganzen Zimmer die Kötteln liegen. Sie knabbern mir auch nicht mehr alle Möbelstücke an. Und sie sind aktiver geworden. Früher am Auslauf sind sie rausgekommen und am nächsten Trolley drunter und fertig. Mal von A nach B kurz gerannt und mehr nicht. Seitdem sie jetzt diesen Auslauf haben, bewegen sie sich auch mal am Auslauf und machen was und rennen rum. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Also müsste es ja auch für meine Tiere eine kleine Verbesserung sein, dieser Auslauf. Wie lange braucht man ihn, um ihn aufzubauen? Also beim Erstaufbau braucht man schon eine Viertelstunde. Das braucht man schon. Weil man muss ja den ganzen Nöppel reinmachen, wenn man möchte, Kabelbinder noch reinmachen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt aufbauen möchte, um die rauszulassen, brauche ich 5 Minuten. Aber in den 5 Minuten habe ich auch schon den Auslauf mit eingerichtet. Und von daher ist das halt wirklich schön. Und ich finde es für mich passend. Und möchte ihn auch nicht mehr missen. Eigentlich ist dieser Auslauf ein Welpenauslauf. Und würde man ihn geschlossen aufstellen, kommt man auf eine Grundfläche von 1 Quadratmeter. Das ist natürlich viel zu klein. Daher nutze ich halt 2 Wände und die Käfigtür und komme damit auf ungefähr 4 Quadratmeter. Jetzt noch zur abschließenden Frage. Wo habe ich diesen Auslauf her? Ich habe ihn von eBay. Dort gibt es ihn halt als Welpenauslauf. Aber man bekommt ihn auch über Amazon. Er kostet für 8 Elemente 30 Euro und ich werde euch die Links unten in die Videobeschreibung setzen. So, ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidungswahl ein wenig unterstützen. Vielleicht habt ihr hiermit einen passenden Auslauf für eure Tiere gefunden. Ich habe es. Dann wünsche ich euch natürlich auch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht und tschüss, bis zum nächsten Mal.